Fail. Hat mich getroffen. Oh, da ist noch ein Vieh. Schwebt das in der Luft? Ja, ein Luftschweber. Du sag mal, kann es sein, dass du Munition bekommen hast während dem Map Change? Warum? Weil ich nämlich die Hälfte meiner Munition verloren habe. Genauso wie bei meinem Anzug. Okay, gut, Anzug war nur ein bisschen. Ich hab das schöne Ding verloren. Oh, ich auch. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Hier über dir auf den Kisten. Hier bin ich Ach, du aber bist ein da paar lang Mal gerannt. gestorben, weil die Figur nämlich immer ein bisschen weiter rennt. Moment. Wow, ich werde fast runterfallen. Ja, ich bin durchgekommen, ohne zu sterben. Ich auch. Wutz, doch Flop. gestorben. Oh, brauchst du auch eine Postmax? Nee, ich nicht. Auch das Vieh schon wieder. Das hat sich erledigt. Yep. Auf jeden Map Fall. Change. Oh, schon wieder. Oh Wunder, oh Wunder. Ich esse einen Apfel. Okay, also man kommt hier halt nur ein paar Meter weiter raus irgendwie, aber egal. Wie viel Mu warte mal, wie viel Munition hast du denn jetzt für deine Pistole? 17 plus 68. Auch. Ich glaube, das wird so ein bisschen pauschalisiert irgendwie. Auch guck mal schon wieder Map Changer, ich glaube nicht. So Äpfel, so viele Äpfel habe ich gar nicht für so viele Map Changes. Changes. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, dass hier so einige Sequenzen übersprungen wurden. Oh. Easy. Ja gut, die Fahrstuhlsequenz halt aber trotzdem. Auch ich habe das hier gehasst, ich bin aber von einem blöden Blitz erschlagen worden. Von dem Stromdingens. Weil ich versucht habe so durchzukommen. Genau, guck mal. Komm mal mit. Jetzt, wir haben jetzt einen Schraubenschlüssel auch noch. Lol. Guck mal hier drin. Da gibt's Munition und einen Revolver, wie im Singleplayer. Rein Aber. kommt man, aber sobald ich rausgehen will, werde ich von dem Ding aber durchgehend zerschreddert. Ich hab das. Hier bin ich zu blöd oder das war bei mir einfach nur ein Bug. Ich hab keine Ahnung. Ich kann auch vor mir gut. Ich hab ein bisschen Angst. Ach komm. Ich schub dich einfach rein. Warum geht auch wunderbar geht das hier? Hast du den Revolver bekommen, wie gesagt? Ach, gibt's hier nicht zweimal? Du musst auch zweimal geben. Eigentlich schon. Heil mich, heil mich. Oh, ja, Moment, sofort. Danke, danke, danke. Muss mich ja mal heilen, ne? Ey, ich Weiß bin echt Bescheid. durchgekommen. Ich hab dich doch vorher geheilt. Nee, hast du nicht, aber passt schon. Moment, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Jetzt hast du mich geheilt. Lol. Bisschen dunkel. Hopp, einfach runterspringen. Vorsicht, hier Und kommen auch die Türen öffnen. Aus den Decken kommen hier die Dinger raus. Nee, das ist schon alles sicher, das sind nur die paar. Bei mir hat sich einfach so ein Vieh materialisiert. Wo ist jetzt der andere Professor hin? Der ist gerade weggerannt. Hast du schon wieder was? Armor bekommen? Arsch. Ja, schon. Ah, Hilfe! Hilf mir! Oh. Dankeschön. Verdammt. Warte mal, ich heile dich mal. Gut, passt. Dankeschön. Jetzt kann man hier auch an dem Kabel vorbeilaufen, wo wir den Strom gerade eben abgestellt haben. Der Professor, der bleibt anscheinend einfach da hinten. Die Tür geht nicht auf, verdammt. Ja, es ist das also nur von einer Seite aufgeht, Ding. Ja, das nervt total. Ach nö. So, steht Strom unter Wasser. Wasser unter Strom. Oh, komm mal her, ich glaube hier kommt gleich ein Vieh raus, wenn ich mich recht entsinne.
Guck mal, ja. Na gut. Hopp. Hier, glaube ich. Ja, doch, ja. Genau. Zombie. Das sind, glaube ich, auch Munition drin, ne? Ohne Shotgun, komm, ohne Shotgun, mein Shotgun. Ja, komm, nimm du die. Lol. Hab ich den Revolver bekommen? Nee. Ey, die Shotgun sieht aber auch wieder anders aus. Das ist alles hier. Oh, what the fuck? Also Anzoomen gibt's hier anscheinend gar nicht, sondern. Das ist eine Auto-Shotgun. Warte mal kurz. Heilen. Ist so eine Mischung aus einer Spaz und aus einer M1014. Hallo. Ja, heilen, Moment, warte. Heilen. Ja, danke. Soll ich sagen, gehen wir weiter, ne? Ne, da geht's eigentlich nicht lang. Echt nicht? Du bist tot. Hey, es macht nichts. Nee, ich meine, du fragst echt nicht und du bist tot, deshalb. Ja, yeah, dafür habe ich jetzt. Hä? Ich glaube, die Waffen und so spawnen einfach wieder nach. Also, hast du jetzt auch die Shotgun? Ja, die spawnen nach. Ach so? Willst du einen Revolver haben? Ach nee, ist wurscht. Muss ich einfach durch die Kisten durchschlagen. Aber wenn es dich beruhigt, den Revolver habe ich jetzt auch nicht mehr. Ach, ist wurscht, mach nicht. Oh. Wieso kann man den hier nicht kaputt machen? Also irgendwas ist hier falsch. Man muss hier durch, ne? Hier ist normalerweise auch ein Map-Change. Nur mal so. Warte mal, geh mal kurz weg. Nee, ey. Guck mal, du kannst den Nether gar nicht reinwerfen. Müssen wir nicht vielleicht doch hier durch? Kannst mal versuchen. Fuck. Warte mal. Warte. Nee, ich nehme von das Ding, das schon. Heilen. So. Hier Lichtschalter betätigen, jetzt kann man hier durchlaufen. Da kommt noch eins. Sogar noch mehr als nur eins. Oh, dein sexy Arsch. Oah, fuck! Du musst dich hier bücken, ne, weißt ja, du? Ja, ich hab's gemerkt. Mein Kopf tut weh. So. Wo bist du jetzt wieder? Wahrscheinlich ganz am Anfang, ne? Ich hab meine Shotgun nicht mehr. Ja, die kannst du ja wiederholen. Shotgun, kommst du zu mir? So. Shotgun. Hopp, da oben hockt er ja, schon. Ist sehr interessant, du sollst dich aber hier bücken. Ja, ich weiß, ich lass dich mal aber dir. Hier, sehr interessant, hier kommen als Viecher von oben. Ja, die haben sich erledigt, also. Tja, das war's dann. So. Ich glaube, jetzt bricht man hier durch, ne? Ja. Machen wir auf, für den Notfall, falls was sein sollte. So, den Würfel muss man jetzt hier hinschieben, damit man da hochkommt. Und erstmal den fetten kleinen, ne? Leiter. Dann den fetten daneben dran. Moment, andersrum. Au, oh, hä? Da ist ein Viech hier oben. Ach, muss hier da hoch. Ja. Achso, das ist eine Leiter. Ist schon tot. Genau, das scheiß Geschütz da hinten. Geh zurück. Ich weiß. Jetzt ist tot. Glück. Guck mal hier unten, da gibt es einen Schalter. Ich glaub, damit hätten wir es aber auch abstellen können. Alter? Ja, unten unter dem. Genau da, wo du dran bist.
Wie komme ich hier nicht hoch? Ich weiß nicht, gewünscht ist, dass man da hochkommt. Oh. Ja, komm, komm einfach hierher. Nein! Oh, scheiße. Also ich habe dafür jetzt Money gefunden. Du bist nicht drin. Ja, genau hier bin ich. Ah, Shotgun und... Genau. Oh, ich hab nichts abbekommen. Achso, ich hab gemeint, du, das wäre das... Ja, bleib, das spawnt ja sowieso nach. Ja, genau. Da vorne brauchst du nicht lang. Nee, das ist, ja, da vorne, wo im Grab war. Den nehmen wir einfach mal mit, den brauchen wir bestimmt wieder. Warte mal bitte ganz kurz. Oh ja, könnt ihr mal. Okay, jetzt können wir weiter. Ja, ein bisschen Ammo geholt. Hui. Jetzt kommen noch so ein paar Geschütze. Oh, oh, Map Change. Hui, einfach durch. Ja, wir müssen aufhören. So, das war uns jetzt mal so langsam. So. Hier, ein Wachmann. Nehmen wir einfach mal mit. Oh mein Gott. Genau. Ist man hier drin? Ah ja, genau, ja, hier, der die verrecken jetzt beide. Ah ja, haut wieder Gedärme raus. Hier ist ein Medikit, aber das ist für uns sowieso nicht. Oh mein Gott, der blöde Wachmann, ey. Hallo. Hm? Ey, ich komme nicht raus, der Wachmann blockt. Jetzt. So, jetzt. Oh, das ist noch ein bisschen mehr Viecher. Genau. Bisschen ballern hier jetzt. Na komm her. 6-4. Oh, oh ab. Mein Gott. Genau. Wollen wir uns kurz healen? Können wir machen. Ah, da wäre ein Health Kit gewesen, egal jetzt. Also wurscht. Lichtschalter an, aus, an, aus. Ich lasse ihn lieber aus. Also hier, Half-Life 2 im Kurve ist echt, Half-Life 1 im Kurve ist echt lustig. Ja, ich finde ausgemacht. Oh, in der Ecke. Von. Emo 4. Halt, also ich finde echt cool, weil macht echt Spaß meiner Meinung nach. Und ich finde, oh kacke, oh. Das ist ja ein Ziel. Soll ich jetzt nicht unbedingt im Nahkampf gehen? Vor allen Dingen, ich finde halt Half-Life 1 ein recht cooles Spiel. Ja, sowieso. Moment. Heilen. Sofort. Ich finde es einfach ein richtig cooles Spiel, weil es ist nicht nur sinnloses Geballer, du musst auch echt manchmal überlegen. Oh ja. Komme ich jetzt hier irgendwie durch, ohne dass ich... ja, wie komme ich generell weiter, ne? Hier kann ich den Müll einfach gucken. Den Müll hier. Naja, gut. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Jetzt ist es da oben ist schon wieder so ein, Schießgeschütz. Einfach unten durch weitergehen. Moment, Zombie. Da hat sich erledigt. Drei Kopfschüsse. Oh, mir geht die Munition aus. Echt? Dann stirb mal, dann hast du wieder volle Munition. Ach, jetzt haben wir. Ey, Map-Change, Moment. Ja. Mit diesem Map-Change verabschieden wir uns jetzt. Genau. Ja, ne? Noch einmal heilen, ganz wichtig. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bei unserem Let's Play von Half-Life 1 Cope Mod. Genau. Nur das Problem ist, wir wissen nicht, wann das nächste Mal sein wird, weil ich jetzt nämlich für ein paar Tage in Urlaub fliege. Für 8 Tage und ja. Vielleicht schaffen wir morgen noch eine Runde. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Und ansonsten müsst ihr halt einfach mal so 1,5 Wochen warten. Genau. Bis das nächste hochgeladen wird. Jo. So machen wir's. Okay. Und dann würde ich sagen, ab in den Map Change. Genau. Der Wachmann-Block, verdammt.